Wenn ihr dieses Video seht, ist mein erster Sohn bereits auf der Welt. Deshalb habe ich auch ein paar Videos vorab aufgezeichnet, um die Zeit zu dritt erstmal voll genießen zu können. Im Vorfeld auf die Geburt habe ich oft darüber nachgedacht, was ich meinem Sohn für Ratschläge mit auf den Weg geben möchte. Natürlich nicht schon nach ein paar Wochen, sondern eher über die hoffentlich vielen Jahrzehnte, die wir gemeinsam erleben werden. Herausgekommen sind 10 Ratschläge fürs Leben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Vielleicht könnt ihr auch für euch den ein oder anderen davon mitnehmen. Erster Ratschlag: Sei du selbst, denk nicht zu viel an andere. Nein, das ist kein Aufruf zum Egoismus, sondern eher ein Aufruf zur Individualität, um sich zu trauen, diese auszuleben. Es geht vielmehr um die Frage, die wir uns wohl alle schon 1000-mal gestellt haben. Was denken die anderen von mir? Die Angst vor einer Antwort oder Reaktion eines Dritten auf uns selbst ist meist so dominant, dass wir viele Dinge, die wir intrinsisch tun wollen, deshalb nicht tun. Die Angst vor einer möglichen negativen Reaktion überwiegt. Sei es die Reaktion auf einen uncoolen Pullover, sei es das Nichtmelden in der Schule aus Angst davor ausgelacht zu werden, sei es die Angst vor Ablehnung einer Frau oder eines Manns, wenn man ihn ansprechen möchte. Die Angst in einer Gruppe, sich offen gegen etwas auszusprechen, weil man anschließend alleine dastehen könnte. Dritte kommen und gehen. Du selbst bleibst. Du musst vor allem mit dir selbst leben können. Die Menschen, denen du wirklich wichtig bist, werden dich natürlich auch kritisieren. Ihnen wird nicht alles gefallen, was du tust oder sagst, aber sie werden auch immer zu dir stehen. Verändere nie dein eigenes Ich, nur um anderen zu gefallen. Dazu passt auch mein zweiter Ratschlag: Such dir Verbündete. Gib Vertrauen, aber lass dich nicht ausnutzen. Niemand geht aus meiner Sicht alleine glücklich durchs Leben. Menschen sind Rudeltiere. Die ersten Verbündeten im Leben eines Kindes sind seine Eltern. Sie lieben ihr Kind bedingungslos und sind für den Rest des Lebens für ihre Kinder da. Immer in der Form, die das Kind dann braucht. Ob später als Großeltern oder einfach nur als Freund. Später kommen Freunde dazu und wenn man Glück hat, eines Tages der wichtigste Verbündete im Leben, der Partner. Bis auf die Beziehung zu den Eltern kann man keine tiefe Beziehung aufbauen, ohne Menschen aktiv zu vertrauen. Bei den Eltern hat man erstmal keine Wahl als Säugling und auch später als Kind wahrscheinlich nicht. Um Vertrauen aufzubauen, muss man immer ein Stück mehr von sich preisgeben und sich verletzlich machen. Das kann natürlich von Menschen ausgenutzt werden. Man geht hier also quasi ins Risiko. Wenn man etwas von sich preisgibt, wird auch der richtige Mensch etwas von sich preisgeben. Es ist ein Geben und ein Nehmen, eine synergetische Beziehung, die immer wertstiftender für beide Parteien wird. Aber es wird auch Beziehungen geben, wo die andere Partei aufhört zu geben und nur noch ihr gebt. Das ist dann eine dysfunktionale Beziehung. Hier gibt es aus meiner Sicht nur 2 Wege, damit umzugehen. Die Beziehung oder auch die Freundschaft beenden oder diese Freundschaft begrenzen. Ich höre auch auf zu geben und ihr bleibt gemeinsam auf diesem Level stehen. Schon ist der Unterschied zwischen bestem Freund, Freundin oder Bekannter geschaffen. Wer dauerhaft mehr in Beziehungen gibt, als er bekommt, wird enttäuscht. Hier muss man sich auch selbst schützen. Darum muss einem bewusst sein, dass die allerwenigsten Beziehungen einen perfekten Kreislauf haben. Jede Ebene von Verbundenheit kann wertvoll sein. Wichtig ist nur, dass beide Seiten auf Augenhöhe sind. Wenn man aber einen perfekten Verbündeten gefunden hat, sollte man alles tun, um ihn wertzuschätzen und in seinem Leben zu halten. Ähnlich wie beim Zinseszins kann man den Effekt auf sein Leben sich selbst vorher kaum vorstellen. Nummer 3. Sehr wenig in der Welt ist eindeutig schwarz oder weiß. Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, sagen schon die Ärzte. Es könnte also so einfach sein. Dafür oder dagegen oder eben schwarz oder weiß. Doch ganz selten ist es im Leben so einfach. Die Welt und ihre Themen sind komplex. Allzu oft werden Sachverhalte zu sehr komprimiert, um in eine Überschrift zu passen. Mit dem Aufkommen von Social Media wurde es in den letzten Jahren so einfach wie nie, eine Meinung zu veröffentlichen. Je extremer, desto besser wird geklickt. 30 Sekunden auf TikTok und zack, das war's. Meinung gebildet.
Ich bin übrigens gespannt, wie das Thema Social Media in ein paar Jahrzehnten dann aussieht. Aber bis wir das wissen, wird wohl noch ein wenig dauern. Aber zurück zum Thema. Ich möchte hier vor allem mitgeben, dass man versuchen sollte, nicht dem ersten Impuls zu folgen. Schnelles Denken, langsames Denken, differenziert Daniel Kahnemann. Die meisten Sachverhalte erfordern langsames Denken und das Einnehmen von unterschiedlichen Positionen. Sich in andere Personen und ihre Denkweisen hineinzuversetzen, ist ein enorm wertvolles Werkzeug. Man zwingt sich so, gegen sich selbst zu argumentieren. Man schärft die Tiefe seiner Position, man erkennt, dass es mehr als nur Schwarz und Weiß gibt. Einfache Antworten auf komplexe Fragen sind ein Grund, misstrauisch zu werden. Bevor der vierte Ratschlag kommt, noch die Bitte, meinen Kanal kurz zu abonnieren und auch gerne ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefällt. Was mir auch sehr hilft, ist, wenn ihr das Video mit Freunden teilt. Das YouTube-Geld wird garantiert in Windeln von Procter & Gamble investiert. Jetzt aber der vierte Ratschlag. Such so viel Inspiration wie möglich, probier dich aus. Okay, möchte ich jetzt hier wirklich mit Grenzkosten argumentieren? Naja, einmal VWLer, immer VWLer. Je älter man wird, desto höher werden die Kosten, um etwas Neues zu probieren. Man hat Verpflichtungen, Familie und ist auch auf ein gewisses Einkommensniveau angewiesen. Als Schüler oder Student sind die Kosten, neue Dinge auszuprobieren, nahezu null. Die Lebenshaltungskosten sind gering und auch die Ansprüche. Also sollte man das für sich nutzen, um das zu finden, was einem wirklich liegt und vor allem Spaß macht. Also je mehr ausprobieren, desto besser. Praktika, Ferienjobs, Reisen, Sportarten, Hobbys oder auch andere Sprachen. Ich habe zum Beispiel lange gedacht, dass ich Journalist werden möchte. Noch heute schreibe ich gerne, wie zum Beispiel dieses YouTube-Skript hier. Aber der Beruf war da doch nicht das Richtige für mich. Das habe ich als freier Schülerjournalist beim Lokalblatt gemerkt, auf diversen Schützenfesten und auch bei einem Praktikum, wo es dann doch etwas tiefer noch in den Journalismus reinging. Darüber habe ich dann aber auch gemerkt, dass mir die Business-Aspekte hinter Journalismus sehr viel Spaß machen. Das eine führte zum anderen. Hätte ich nicht viel ausprobiert, hätte ich niemals meinen heutigen Weg gefunden. Nummer 5. Interpretiere Meinungen für dich selbst. Dass es oft sehr starke Meinungen gibt, habe ich bereits vorhin gesagt. Ob in den Medien oder auch im privaten Bereich. Ich habe nichts gegen starke Meinungen. Ich glaube sogar, dass sie bereichernd sein können. Wichtig ist nur, dass man diese nicht blind aufnimmt und verinnerlicht, sondern immer für sich selbst einordnet, interpretiert und daraus seine eigene Meinung bildet. Klingt selbstverständlich, aber ich glaube, dass dies essentiell ist und im Alltag schnell vergessen wird. Niemals eine Meinung blind übernehmen, sondern immer ausreichend zerlegen. Denn fast nichts ist eindeutig, wie ich schon in Ratschlag 3 dargelegt habe. Sechstens, endlich kommen wir auch mal zum Investieren. Dabei möchte ich den Kreis hier etwas größer ziehen. Man kann nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in seinen eigenen Körper, seine Familie, seine Freunde und auch die eigene Karriere. Die Einheiten sind nicht immer Euros, sondern oft auch Zeit oder Energie. Der Aspekt, der aber alle diese Investitionen eint, ist, dass der Return nicht unmittelbar erfolgt, sondern mit zeitlicher Verzögerung, dafür dann aber umso stärker. Man muss langfristig denken, um heute etwas zu geben, wofür man erst morgen etwas erhält. Wer aber dieses Konzept einmal verstanden hat, kann unvorstellbare Rückflüsse erwarten. Wer sein Leben lang mehrmals die Woche Sport macht, bleibt fit und hat eine höhere Lebenserwartung. Die Auswirkung merkt man noch nicht mit 30, aber ab 40, 50 und erst recht dann mit 60 werden die negativen Folgen von Nichtaktivität sich schon rächen. Man muss heute also schon an sein 60-jähriges Ich denken. Nicht jede Sekunde, natürlich nicht, das würde auch den anderen Regeln widersprechen, aber zumindest ab und an. Das gleiche gilt beim Investieren an der Börse. Mittels ETS über Jahrzehnte an der Welt-AG beteiligen und den Zinseszins einfach arbeiten lassen. Auch die Zeit mit Partner, Familie und Freunden ist eine Investition, die, wenn es einem mal selbst schlecht geht, wieder zurückgezahlt werden kann. Auch um seine mentale Gesundheit muss man sich kümmern. Nicht immer Vollgas geben, sondern auch mal bewusst mit sich selbst auseinandersetzen. Konflikte, Probleme und Ungereimtheiten lösen und dann wieder mit Vollgas angreifen. Nummer 7. Gib nicht zu schnell auf, aber akzeptiere auch Niederlagen und lerne daraus.
Das ist ein heikler Balanceakt im Leben, den wir sicherlich alle schon mehrfach balanciert haben. Wir tun etwas, aber es macht keinen Spaß. Etwas begeistert uns auf einmal nicht mehr. Die wichtigste Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, warum der Funke der Begeisterung auf einmal nicht mehr überspringt. Auch hier ist es wieder wichtig, kurzfristige Impulse zu hinterfragen. Habe ich nur heute keine Lust? Vielleicht bin ich eigentlich nur müde oder der Stress in der Schule ist einfach zu viel. Ist wirklich die konkrete Tätigkeit, zum Beispiel das Training im Sportverein, der Grund, warum ich es nicht mag oder doch externe Einflüsse? Hinterfrage kritisch selbst, warum du mit etwas aufhören willst. Dieser Prozess kann nicht schnell abgeschlossen werden. Nimm dir Zeit, deine Entscheidung zu fällen und mach sie dir nicht leicht. Eine schwere Entscheidung bedeutet, dass du es dir selbst nicht einfach gemacht hast. Jetzt versuch diese Entscheidung doch noch in einen Gewinn für dich umzuwandeln. Reflektier, was schiefgelaufen ist und lerne daraus für die nächste Entscheidung. Und schon sind wir bei Nummer 8. Hör Musik und mach Sport. Beides sind essentielle Teile in meinem Alltag und meinem Leben. Klar, deshalb muss auch mein Sohn das genau so machen. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Bei diesen beiden Dingen bin ich aber fest davon überzeugt, dass sie einen Mehrwert im Leben liefern. Musik gibt es schon mehrere 10.000 Jahre, also etwas länger als Spotify zum Beispiel. Beim Hören von Musik werden verschiedene Botenstoffe freigesetzt, die für das Erleben von Glücksgefühlen verantwortlich sind. Dazu gehören unter anderem Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Musik kann Stimmung beeinflussen, Kreativität auslösen, motivieren oder entspannen. Sie ist enorm mächtig. Außerdem kann Musik Wissen, Meinung oder andere Kulturen vermitteln. Für mich war Musik immer ein großer Teil meiner Identität. Musik ist extrem individuell. Wer Musik liebt, lebt darüber seine Individualität aus. Man kann sie zudem mit anderen teilen. Gemeinsam Musik erleben ist eines der schönsten Geschenke, die es gibt. Das gleiche gilt für Sport. Über den Sinn für die körperliche und geistige Gesundheit habe ich bereits gesprochen. Aber es gibt noch weitere Aspekte, die für Sport sprechen. Man lernt Disziplin, gar nicht im irgendwie militärischen Sinne, sondern eher im Sinne einer Verantwortlichkeit für sich und seinen Körper. Beim Teamsport auch noch für sein Team. Als ich 13 war, wurde ich, für mich vollkommen überraschend, zum Kapitän meiner Basketballmannschaft ernannt. Vorher war ich eher schüchtern, auf einmal musste ich Verantwortung übernehmen. Es hat mich extrem weitergebracht im Nachhinein. Auch zu lernen, dass man nicht alleine Erfolg forcieren kann, sondern immer auch seine Mannschaft hinter sich wissen muss. Eine Lektion, die man auf viele Bereiche im Leben übertragen kann. Daher hör Musik, hoffentlich nicht das, was gerade so in den Charts ist, und mach Sport. Am besten gemeinsam mit anderen. Der 9. Rat lautet, dass du deine Komfortzone verlassen musst, um zu wachsen. Es liegt leider in der Natur der Sache, dass Veränderung anstrengend ist. Aber sie ist auch essentiell, um zu wachsen, um über sich hinauszuwachsen. Im Leben muss man oft seinen eigenen Schweinehund überwinden. Oft entstehen aus vermeintlich unwichtigen Sachen, die man im Vorfeld gerne abgesagt hätte, wertvolle Verbindungen und Chancen. Ich hätte meine berufliche Karriere nie so gemacht, wenn ich 2 Termine nicht wahrgenommen hätte. Bei beiden habe ich lange gezögert, ob ich sie überhaupt wahrnehmen soll. Also lieber einmal zu viel aus der Komfortzone gehen, als einmal zu wenig. Und nun kommt auch schon die Nummer 10. Sei ein Vorbild über mehr als eine Generation. Ein Vorbild zu sein, wünscht sich jeder Vater. Dafür muss man sich selbst mit einem ziemlich hohen Standard messen lassen. Das ist anstrengend, aber wichtig ist hier vor allem das Big Picture. Wie wird dein Sohn oder natürlich auch deine Tochter auf dich in 20, 30 oder 40 Jahren zurückblicken? Was wird dein Kind seinem Kind über dich erzählen? Was ist deine Legacy? Denke über das eigene Leben hinaus. Was ist mein Vermächtnis? Mein emotionales Vermächtnis? Auch das finanzielle Vermächtnis? Bei den Finanzen ist es auch wichtig, darüber nachzudenken, wie viel ihr und in welcher Form ihr Vermögen wirklich euren Kindern hinterlassen wollt. Aber die wichtigste Frage ist, woran sollen sich eure Kinder und Enkel erinnern, wenn sie Jahre nach eurem Tod an euch denken? Okay, das war jetzt ganz schön schwere Kost teilweise. Auch etwas anderes als Aktien oder ETFs. Ich finde aber, dass solche Aspekte genauso zu einem glücklichen Leben gehören wie das Streben nach finanzieller Freiheit.
auch für das Ziel finanzieller Freiheit gibt es sicherlich ein persönliches Warum. Wer das Leben seiner Kinder prägen will, braucht genügend Zeit für sie. Diese Zeit kann man sich mit finanzieller Freiheit selbst schenken. Es hängt also alles zusammen. Danke für eure Zeit. Kommentiert doch gerne unten, was ihr euren Kindern mit auf den Weg geben würdet. Und wenn ihr noch ein Video sehen wollt, empfehle ich euch mein Video Einfach langweilig reich werden, ohne Stress mit ETFs. Hier für euch verlinkt. Mir bleibt nur noch zu sagen, immer rational handeln.